Die Release von Warhammer 40k Space Marine 2 steht vor der Tür und heute erfahrt ihr nochmal die letzten Details. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Warhammer 40k Space Marine 2 ist das nächste große Warhammer-Ding. Erlebt mit einer großen Waffenauswahl und einer exzellenten Grafik eine actiongeladene Story-Kampagne. Die Kampagne könnt ihr auch zu dritt im Koop erleben und zusätzlich gibt es noch einen 6 gegen 6 Team-Multiplayer-Modus. Alle drei Editionen gibt es bei meinem Partner Moga und ich bedanke mich an dieser Stelle für den Support. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung und jetzt viel Spaß mit dem Video. We are Space Marines. Ich grüße euch und also herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Warhammer 40k Gaming News. Und seit der letzten News-Folge ist wieder sehr viel passiert für Space Marine 2 und das sind heute die letzten News vor dem Release von Space Marine 2. Also heute erfahrt ihr nochmal alles, was ihr zum Release wissen müsst. Und wenn ihr im Up-to-Date bleiben wollt, hinterlasst auch ihr hier gerne ein Abo auf diesem Kanal. Wir beginnen mit Space Marine Craft Your Playstyle. Das ist ein wunderschöner kleiner Clip, der kam raus. Dann ging es weiter mit der Roadmap. Dazu hatte ich eine extra kleine Reaktion gemacht auf meinem Kanal, findet ihr hier ebenfalls. Und all die ganzen Links, die ihr seht, die findet ihr übrigens auch unten verlinkt. Und es gab noch einen neuen Trailer, The Angel of Death. Ja, den kann ich euch auch sehr empfehlen. Und jetzt kommen wir zu den ganzen FAQ-Fragen. Ich habe das jetzt mal hier auf Deutsch übersetzen lassen. Die gehen wir jetzt ja einmal zusammen durch. An einigen Stellen ist die Übersetzung leider nicht ganz so gut gelungen. Ja, deswegen bitte ich da etwas um Nachsicht. Und wir beginnen jetzt ganz oben. Wird mein Fortschritt beim Offline-Spielen gespeichert? Und das kann ich euch einmal ganz kurz erklären. Ja, eure Kampagne wird überall offline gespeichert. Der Operationsmodus bzw. der PvE-Modus, den ihr zusammen mit anderen spielen könnt, der wird online gespeichert. Also für den müsst ihr online sein, aber für die Kampagne müsst ihr nicht online sein. Ne? Die wird offline gespeichert. Funktioniert das plattformübergreifende Speichern gut? Ja, plattformübergreifende Speicherungen sind möglich, voll funktionsfähig und über die Plattform Prisonway Online Services werden sie bereitgestellt. Müsste da jetzt eigentlich noch stehen. Ist PvE, PvP über LAN spielbar? Nein, LAN-Support wird es nicht geben. Wird das Spiel Crossplay unterstützen und kann es umgestellt werden bzw. ausgestellt werden? Und ja, Space Marine 2 wird Crossplay haben, allerdings nur für die Kampagne und den PvE-Spielmodi, also für die Operationen. Für den PvP-Modus wird es kein Crossplay geben. Da können dann wirklich nur PC-Spieler gegen PC-Spieler spielen und PS5-Spieler gegen PS5-Spieler und so weiter. Da wird es, ja, wie gesagt, kein Crossplay geben und die Crossplay-Möglichkeit, die kann man auch deaktivieren. Gibt es Einschränkungen hinsichtlich der spielbaren Klassen im Operationsmodus PvE? Was ist mit Ewiger Krieg PvP? Dein Kader darf nur aus einem bestehenden Space Marine 2 jeder Klasse im Operationsmodus bestehen. Dort im Eternal War Modus, also im PvP, ist ein Limit von 2 Spielern pro Klasse und pro Team erlaubt. Keine ausschließlichen aus Scharfschützen bestehenden Teams. Also die sind nicht erlaubt, es sind nicht nur Scharfschützen-Teams erlaubt, aber sie werden über jede Menge strategische Fähigkeiten verfügen in der Vielfalt. Gibt es Friendly Fire beim Spielen von Kampagnen und Operationen oder dem Eternal War Modi? Es gibt in keinem einzigen Spielmodus Friendly Fire. So, jetzt kommen wir zur Performance, gerade auch zu den Konsolen und so weiter. Es gibt einen Qualitätsmodus, 4K-Auflösung bei 30 FPS. Dann gibt es einen Leistungsmodi. Bis zu 60 FPS bei 1080p. Und dann heißt es hier noch, da ist leider die Übersetzung nicht so gut gelungen. Bitte beachten Sie, dass auf der Xbox Series S der Qualitätsmodus aktiviert ist. Erlauben Sie 1440p bei 30 FPS
Und der Leistungsmodus ist nicht verfügbar. Also der Leistungsmodus ist nicht verfügbar bei 1440p bei 30 FPS. Welche Art von Kommunikationsmittel werden wir im Spiel haben? Es gibt den Voice Chat und es gibt ein Kommunikationsrad mit voreingestellten Nachrichten und einem Textchat. Na, den Textchat, da steht hier in Klammern daneben, exklusiv für PC. Was ist mit Raytracing, DLSS und anderen PC-spezifischen Funktionen bzw. Technologien? Es wird DLSS 2 und FSR 2 zum Start geben. DLSS 3 und FSR 3 sind geplant nach der Veröffentlichung und Raytracing und HDR werden nicht unterstützt. Das war so auch eines der Kritikpunkte von der Community. Steam Deck wird es später geben, also eine Portierung für das Steam Deck. Wird das Spiel offizielle Mod-Unterstützung haben? Nein, es wird keinen Mod-Support geben. Wird es ein Anti-Cheat-System geben? Ja, es wird auf Easy Anti-Cheat laufen. Das ist genau das gleiche wie bei Darktide und bei Vermintide 2. Verwendet das Spiel einen DRM-Software-Kopierschutz? Nein. Wird das Spiel am ersten Tag auf GeForce Now verfügbar sein? Ja. Wird das Spiel auf dem Xbox Game Pass verfügbar sein? Nein. Die HUD-Elemente können entfernt werden. Dazu gibt es hier unten später auch mehr Informationen. Also ihr könnt die ein... Diese HUD-Elemente, die könnt ihr ein-, aus- oder dynamisch einstellen. Werde ich das Spiel vorab laden können? Und wenn ja, wann? So, und da ist es hier auf der Xbox Series XS. Das Vorausladen ist bereits verfügbar. Also ihr könnt dort das Spiel schon runterladen, sobald sie eines der Spiele vorbestellen. Ja, das ist die Voraussetzung. Dann können Sie die Vollversion herunterladen. Das Spiel wird je nach Spiel am 5. oder am 9. September freigeschaltet, unabhängig davon, ob Sie die Standard Gold oder Ultra Edition gekauft haben. Auf PlayStation 5. Das Vorausladen wird verfügbar sein ab dem 3. September. Also das ist ja schon. Wenn Sie die Gold oder die Ultra Edition vorbestellt haben, damit Sie bis zu 4 Tage vor der offiziellen Veröffentlichung spielen können. Wenn ja, wenn Sie die Standard-Edition vorbestellt haben, komische Übersetzung hier, beginnt die Vorladevorgang am 7. September und ob das um 16 Uhr. Allerdings Pacific Time steht hier. Und das Spiel wird am 9. September, an dem Tag der Veröffentlichung, freigeschaltet. So, die PC-User. Da wird es kein voraussichtliches Runterladen geben. Also das können wir nicht vorab runterladen. Muss ich den ersten Space Marine 2 gespielt haben, um Space Marine 2 zu verstehen? Ganz klare Antwort ist nein. Dann ergänzen Sie hier, möglicherweise fehlen Ihnen einige sehr spezifische Referenzen, aber das Spiel wird Sie nicht davon abhalten, das Gesamtbild zu genießen. So, welche Barrierefreiheiten-Optionen hat das Spiel? Na, da könnt ihr hier mal den Untertitel einstellen. Hier könnt ihr die Farbe einstellen. Ganz klar auch hier für Sehschwache, das könnt ihr hier auch einstellen. Ihr könnt auch den Untertitel vergrößern und so weiter und so fort. Das Spiel wird auch deutsche Sprachausgabe haben. Insgesamt wird es vertont in 7 Sprachen und natürlich Texte auch in Deutsch. So, und wann erscheint jetzt Space Marine 2 für die Gold- und die Ultra-Edition? Das seht ihr hier, und zwar die Release ist bei uns, also Paris, hier 18 Uhr. Und... genau, hier nochmal der Early Unlock für Konsolen. Da geht es dann um 15 Uhr los bei uns. Und
Dann der endgültige Release ist dann um 18 Uhr. Egal ob auf PC oder Konsole, ja, das ist hier bei uns am 9. September. So, es gibt auch noch eine neue Community-Plattform, die nennt sich Focus Together. Da könnt ihr euch auch anmelden. Da soll es dann auch einige extra Inhalte geben. Habe ich übrigens mal versucht, habe aber keine Bestätigungsmail bekommen. Das soll inzwischen gefixt worden sein. Dann gab es noch einige neue Clips. Space Marine 2 Heavy X Bulwark und noch ein Clip zum Powerschwert. Davon hauen sie immer sehr viel raus. Und es gibt dann noch einen Unboxing-Clip. Da seht ihr dann, was alles in der Collectors-Edition dabei ist, die über 200 Euro kostet. So, es wird außerdem noch Twitch-Drops geben. Ich werde übrigens auch regelmäßig live streamen. Das ganze Ding hier. Ihr könnt bei mir alle Skins bekommen, bis auf einen. Auf wen sollte ich achten, um diese Twitch-Drops zu bekommen? Ich habe die übrigens bei mir schon aktiviert. Um die ersten beiden Skins zu halten, müssen Sie sich die Präsentation eines Streamers ansehen, der auch Space Marine 2 streamt, für eine Stunde bei zwei verschiedenen Gelegenheiten. Einmal von 4. bis zum 30. September und dann von 4. bis zum 16. September. Es gibt dann das Profilschild, Kettenschwert, also beziehungsweise den Skin. Und das zweite muss zwischen den 17. und den 30. September stattfinden, um das Profilschildbolzengewehr zu bekommen, beziehungsweise auch dessen Skin. Und wie bekommt ihr jetzt den dritten Skin? Der ist erhältlich, wenn Sie zwischen den 4. und den 30. September eine Stunde Inhalt aus der Liste ansehen von den VIP-Streamern. Die sind hier auch verlinkt auf einer extra Webseite, nämlich dieser hier. Und da seht ihr dann noch hier unten die Liste von diesen VIP-Streamern. Also da müsst ihr dann eine Stunde zuschauen. Dann bekommt ihr genau Profilschild Kraftfaust. Also hier diese Kraftfaust, die bekommt ihr dann. Und dann gibt es noch einen weiteren Skin. Und zwar, wenn ihr, also das ist jetzt hier wieder egal bei wem, der muss nur Space Marine 2 streamen. Ja, der muss halt nur den Space Marine 2 Stream anlaufen haben und die Twitch-Drops anhaben. Und dann könnt ihr zwei Abonnenten, also zwei Abos könnt ihr dem Streamer dann schenken und dann bekommt ihr noch die Schildbolzenpistole. Hier, diese hier. Ja, also die ersten beiden hier oben und links, die bekommt ihr, wenn ihr einfach eine Stunde, egal bei welchem Streamer, Hauptsache hat die Drops an, die bekommt ihr da, wenn ihr einem zuschaut, zum Beispiel bei mir. Dann diese Kraftfaust, die bekommt ihr nur bei einem VIP-Streamer und Schildbolzenpistole bekommt ihr auch bei einem Streamer, wenn ihr ihm zwei Subs schenkt auf Twitch. Das noch mal jetzt ganz kurz zusammengefasst zu den Twitch-Drops. So, dann geht es weiter und zwar die Melter Rifle, die wurde hier auch noch mal vorgestellt. Und jetzt sind wir an der letzten News angekommen für Space Marine 2, nämlich Avarax. Das ist die erste Welt, wo ihr euch befinden werdet, um die Space Marines, wollte ich gerade sagen, nein, um die Tyranniden abzuwehren. Aber das ist auch ein sehr guter Übergang, nämlich zum nächsten Space Marine Erlebnis. Na, ich sag jetzt nicht Spiel und das mache ich mit Absicht nicht, weil ich dachte bisher immer, Warhammer 40k Space Marine VR Defenders of Avarax ist ein VR-Spiel, das rauskommen soll. Dem ist aber tatsächlich nicht so. Also ich muss jetzt hier alles korrigieren. Und zwar Defenders of Avarax wird ein Free-Roam VR-Erlebnis sein. Und das Ganze findet ab dem 25. September statt an allen Zero-Latency-VR-Veranstaltungsorten weltweit mit einem Bonusgeschenk für eifrige Fans, die im Voraus buchen. Und dieses VR-Erlebnis, also hier seht ihr auch einen Teaser-Trailer dazu, hier ist die offizielle Website und ich habe jetzt mal geguckt, ja,
Wo ist das denn in Deutschland? Wo kann ich das denn in Deutschland erleben? Und ja, das nächste, was an mir dran wäre, ist Hannover. Das ist leider ein bisschen weit weg. Ja, ich habe jetzt auf Hamburg oder Kiel gehofft. Es gibt in Deutschland insgesamt, das zeige ich euch hier mal, 3 Standorte. Und na, wo haben wir hier Germany? Genau, Hannover, Nürnberg und München. Und ihr könnt eben dort dieses Space Marine Erlebnis erleben für eine halbe Stunde zum Preis von 35 Euro. Eine Aufzeichnung davon kostet 5 Euro extra. Und das könnt ihr erleben mit 2 bis 8 Spielern. Und das Ganze könnt ihr euch dann so vorstellen. Ja, ihr seid dann hier in so einem Raum, wollte ich jetzt gerade sagen, in so einer Kulisse. Und das Ganze ist ab 13 Jahren. Also könnt ihr euch das jetzt, denke ich mal, ganz gut vorstellen. Das hier ist gerade eine Schweizer Location. Da kostet das übrigens 50 Franken. Und ja, das soweit so meine Korrektur. Ich dachte eben halt bisher immer, das ist irgendwie so ein VR-Spiel, das rauskommt, aber das ist halt so ein Free-Roam-VR-Erlebnis, ja. Wie man dazu jetzt so schön sagt. So, jetzt kommen wir nochmal ganz kurz zu Dark Tide und danach nochmal wieder zu Space Marines. Bei Dark Tide, da gab es hier Fragen und Antworten zur Aufschlüsselungsüberarbeitung. Und zwar geht es da um das neue Waffen-Update-System. Das sind sehr viele Fragen und Antworten. Die scrolle ich jetzt hier mal langsam runter. Die könnt ihr euch dann noch auf Deutsch durchlesen, wenn ihr das möchtet. Ja, ihr seht schon, das ist wirklich sehr, sehr viel. Das würde jetzt hier in den Rahmen sprengen, dieses Videos. Und dann kommen wir nochmal zu Space Marines. Und zwar hat der Balduin zusammen mit mir ein Lore-Video gemacht zu Captain Titus. Beziehungsweise zum Anfang von Captain Titus. Google mag mich allerdings irgendwie gerade nicht so wirklich. Und zwar habe ich jetzt hier bisher nicht so viele Klicks bekommen. Ich wünsche mir, es wären mehr. Das Video ist sehr gut. Ich habe da sehr viel Lob bekommen. Aber kam jetzt leider hier klickmäßig nicht so ganz rüber. Und daher hier meine Empfehlung. Zieht euch dieses Video einfach mal rein. Teilt es auch gerne. Und damit wären wir dann am Ende. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich bedanke mich jetzt hier auch nochmal bei Balduin für das Vorlesen von der Anfangsgeschichte von Captain Titus. Und damit wären wir am Ende. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video oder im Livestream.